Herr Klein, was sind denn die Besonderheiten jetzt heuer auf dem Volksfest? Ja, die Besonderheiten sind sicherlich verschiedenartigerweise. Riesenrad ist zwar eigentlich immer da, aber es ist auch immer ein Highlight, muss man dazu sagen. Wir haben wieder zwei, drei, sagen wir, besondere Fahrgeschäfte mit Loopings dabei, mit wirklich mit Fliehkräften und so weiter, wo der Spaß für die Jüngeren dabei ist, aber auch, was man auch als Highlight wirklich sagen kann, alte Fahrgeschäfte, Schiffsschaukel, Geschäfte aus der historischen Zeit sozusagen des Volksfestes. Also hier treffen sich wirklich die Moderne und auch die Historie der Volksfeste. Und das ist, glaube ich, ein schöner Einklang, den wir in diesem Jahr geschafft haben. Und wie viele Schausteller sind insgesamt vor Ort? Ja, das Schausteller sind es circa 80, meine ich, grob. Und ja, ich denke, eine ganz gute Größe für ein Volksfest in Ingolstadt. Und gibt es beim Sicherheitskonzept irgendwelche neuen Entwicklungen? Es gibt keine großartigen Veränderungen. Das Sicherheitskonzept, das wir vor circa einem Jahr ja begonnen haben aufzubauen und zu entwickeln, dass wir wirklich die Maßnahmen verändert haben. Mit mehr Absperrung, mit mehr Sicherheitspersonal werden wir auch dieses Jahr wieder haben. Wir haben ganz üblicherweise auch dann am Eingang die Taschenkontrollen. Und ich denke, das hat sich bewährt. Es hat sich im letzten Jahr hier im Pfingstvolksfest auch schon bewährt. Die Leute waren auch größtenteils sehr zufrieden damit. Und es stört nicht so, dass der Charakter des Volksfestes verschwindet. Und das ist uns auch ein Anliegen. Und ich denke, dass wir das auch in diesem Jahr wieder ganz gut schaffen. Und wie schaut es mit dem Bierpreis aus? Was kostet die Maß heuer? Bierpreis ist gleich geblieben bei 8,70 Euro. Und mit wie viel Besuchern rechnen Sie insgesamt? Ja, das kommt darauf an. Also ich denke, wir werden an die 250.000 kommen. Mal schauen, ob wir dann wieder die Größenordnung der letzten Jahre auch hinkriegen. Und Parkplätze sind wo vorhanden? Parkplätze für die Besucher des Volksfestes sind in Ingolstadt, sagen wir mal, rund um die Stadt. Wir haben natürlich keine jetzt extra ausgewiesen. Man kann ganz gut am Hallenbad Parkplatz parken. Ich empfehle sehr, auch auf die öffentlichen umzusteigen, weil letztendlich ist der Omnibusbahnhof gleich direkt hier ums Eck. Also das bietet sich sehr an für unser Volksfest. Ansonsten muss man die umliegenden Parkplätze dann sicherlich nutzen. Gut, Herr Klein, vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch.